so, ja, 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 in Hawaii. Allerdings die Hawaiianer zahlen nicht, aber das ist Englisch halt nur so, ich begrüße Sie sehr herzlich zum 7. Abend der Reihe Mein Film. Mein Name ist Tobias Rüther, ich bin Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung freut sich sehr, mit der Filmakademie zusammen diese wunderschöne kleine Reihe veranstalten, gestalten zu dürfen. Das ist hier der 7. Abend. Bislang haben wir Gäste zu ihren Lieblingsfilmen oder zu ihren Lebensfilmen befragt, die aus dem Sport und der Kirche, der Politik kamen. Heute Abend betreten wir eine neue Welt, nämlich die des Fernsehjournalismus. Heute Abend wird Anne Will uns erzählen, warum 21 Gramm ihr Lieblingsfilm ist. Ja, guten Abend, liebe Anne, guten Abend, lieber Tobias Rüther, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Deutschen Filmakademie. Das ist jetzt schon 4 Jahre her, dass ich hier mit Peer Steinbrück gestanden habe und mit ihm über Michael Simenons The Deer Hunter gesprochen habe. Das war ungeheuer bereichernd und auch sehr spannend für mich, nämlich mit einem klugen Menschen über Kino zu reden, der eben nicht wie wir, die Mitglieder der Deutschen Filmakademie oder überhaupt Cineasten, eben nicht täglich mit Film oder Fiktion zu tun haben. Und wie Sie wissen, hatte die Reihe dann weitere sehr illustre Gäste, die uns in den Gesprächen nach wirklich völlig unterschiedlichen Filmen mit Ansichten und Einsichten und Neuigkeiten wirklich sehr überrascht haben. Und damit meine ich übrigens nicht nur das Bekenntnis unserer Bundeskanzlerin zu ihrer Vergangenheit als Bardame in ihren Unifesten. Ja, auch heute mal schauen, Anne, was wir bei Ihnen rauslocken. Auch heute erwartet uns wieder ein ganz besonderes Überraschungspaket. Die von uns allen wirklich bewunderte Journalistin Anne Will hatte schon lange vor diesen Oscars diesen Klassiker des frisch gebackenen Oscar-Preisträgers Alejandro Iñárritu, nämlich 21 Gramm, ausgesucht. Das ist erwartungsgemäß keine leichte Kost. Aber wir sind gewappnet für diesen Film und wir sind gespannt vor allen Dingen auf das Gespräch mit unserem Filmakademie-Kollegen Marc Bauder. Wo ist er jetzt? Jetzt sitzt er da hinten. Lieber Marc Bauder, Ihre Arbeiten sind uns in den letzten Jahren ganz besonders aufgefallen. Als Regisseur arbeiten Sie sowohl im fiktionalen wie auch im dokumentarischen Bereich. Und für Ihren erhellenden Interviewfilm über die Finanzkrise Master of the Universe bekamen Sie den Europäischen Filmpreis. Kann man noch klatschen, finde ich. Ich werde sofort einen weiteren Grund, warum man klatschen kann, nachschieben. Zusammen als bildender Künstler schenken Sie Berlin zusammen mit Ihrem Bruder Christopher zum silbernen Jubiläum des Mauerfalls die weltweit beachtete Lichtgrenze. So, jetzt bin ich schon beim Dankeschön. Ein ganz großes Dankeschön an die Astor Lounge, an die Astor Film Lounge, dass sie uns wieder hier zu Gast hat, dass wir hier wieder Gast sein dürfen. Herzlichen Dank, Jasmin Rolli von der Filmakademie und dem Kollegen Pitt Riedmüller. Ich weiß nicht, die beiden sind auch irgendwo da, dass sie nicht aufgegeben haben, bis sie endlich eine untertitelte Kopie dieses Films gefunden haben. Sie fanden diesen Film, ja, auch das finde ich auch, ist ein Applaus wert. Sie fanden diese Kopie bei der Konstantin, auch da sage ich herzlichen Dank. Danke den Freunden der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die vor allem in Person von Claudius Seidel, der heute
nicht hier sein kann, die Reihe mit ausgeheckt haben und vor allen Dingen uns begleiten über die ganzen Jahre. Und danke an Carsten Kollmorgen vom Sofitel Kurfürstendamm für seine wirklich immer wieder großzügige Gastfreundschaft. Und jetzt würde ich mich freuen, Anne, wenn Sie hierher kommen und uns vielleicht erklären, warum 21 Gramm Ihr Film ist. Mach ich gerne. Liebe Iris Berben, lieber Tobias Rüther, vielen Dank und vielen Dank überhaupt, dass ich heute Abend, so habe ich das Gefühl, hier wirklich reich beschenkt werde. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als Claudius Seidel von der FAS mich gefragt hat, ob ich mitmachen mag bei der sehr, sehr schönen Veranstaltungsreihe Mein Film, und mag gerne erklären, warum ich dann 21 Gramm genommen habe. Ich finde das übrigens gar nicht so einfach, habe ich mich die Tage mit meiner Freundin Sabine darüber unterhalten, zu sagen, welches der eine Film ist, der einem am meisten bedeutet. Können Sie ja selber für sich mal testweise durchspielen. Man merkt dann nach 2-3 Minuten sofort, dass einem natürlich noch eine Menge mehr Filme einfallen, bei denen man sagen würde, der wäre schon auch toll. Aber ich musste mich ja an irgendeiner Stelle entscheiden. Mich hat die Mail, die sehr nette, von Claudius Seidel im Urlaub erreicht. Da war ich mit meiner Lebensgefährtin Miriam, die heute hier ist. Jawohl! Und mit unserer Freundin Ulrike, die auch da ist. Ja, kann man auch klatschen. Doch super. So, und ich kriege also die Mail und stürze raus zu den beiden und sage, stellt euch vor, Leute, super Sache. Ich bin eingeladen, bei dieser Veranstaltungsreihe meinen Film mitzumachen und so. Und sie gucken mich erwartungsfroh an und sagen, na und, was wirst du nehmen? Ich sage, naja, Seidel schreibt, ich soll einen Film nehmen, der mir wirklich was bedeutet hat und der für mich, die ich, sage ich auch gerne vorweg, überhaupt keine Cineastin bin und auch das nicht behaupten würde im Angesicht der Mitglieder der Filmakademie, da wäre ich bescheuert. Das bin ich nicht, aber ich habe dann also spontan gesagt, naja, also der Film, der wirklich bedeutsam für mich war, war Bambi. Und die beiden gucken mich an und sagen, nee, Anne, ernsthaft kannst du das nicht machen, was ich wirklich echt schade finde, weil das war in der Tat mein erster Kinofilm. Ich weiß nicht, wann das war. Ich war klein, 3, 4, 5 Jahre alt. Es gibt diese Szene ziemlich am Anfang, vielleicht ganz am Anfang, als Bambis Mutter erschossen wird. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und ließ mich auch nicht mehr beruhigen. Meine Mutter musste mit mir rausgehen aus dem Kino. Insofern wäre das heute Abend hier die erste Gelegenheit gewesen, Bambi tatsächlich mal zu sehen. Aber gut, das kam nicht an. Ich habe dann nachgedacht und nochmal wirklich, wirklich, wirklich überlegt, welcher Film ist es denn, auf den ich mich in Gesprächen mit Freunden, auch so im Nachdenken, immer mal wieder bezogen habe. Und dann ist es 21 Gramm. Manch einer von Ihnen kennt ihn, andere nicht. Der Titel, wissen Sie vielleicht, geht ja zurück auf ein durchaus zweifelhaftes Experiment eines US-amerikanischen Arztes zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Duncan MacDougall hieß der Mann, und er nahm an, dass die Seele ein Gewicht habe und hat deshalb sterbende Menschen, er hatte 6, die das mitmachen wollten, hat er gewogen, unmittelbar bevor und unmittelbar nachdem sie gestorben waren, und hat dann festgestellt, dass sie Gewicht verloren haben, zwischen 8 und 35 Gramm und im Mittel eben 21 Gramm. Und daraus machte er: Die Seele wiegt vermutlich 21 Gramm. Das hat er dann im Artikel 1907 veröffentlicht und hat eine Weile angehalten. Er hat übrigens auch noch einen interessanten Gegentest gemacht. Er war überzeugt, dass Tiere keine Seele haben, hat 15 Hunde vergiftet, hat die auch gewogen vor und nach ihrem Tod und stellte fest, zur Überraschung für ihn, dass es keine Gewichtsveränderung gab. Und das nahm er dann als Beleg für seine These. Ich glaube, methodisch alles eine 6, aber so in der Popkultur mindestens mal und auch in der Namensgebung dieses Films ist ja der Mythos von den 21 Gramm, die das Gewicht der Seele bezeichnen sollen, durchaus erhalten geblieben.
Ich habe oft nachgedacht darüber, ob es sowas gibt wie die Seele. Ohnehin, finde ich, tippt der Film auf durchaus berührende und sehr traurige Art und Weise, glaube ich, schon so die großen Fragen an, die sich einem stellen könnten. Nämlich, was macht uns aus? Ist das zum Beispiel die Seele und eine ganz bestimmte Charakterzuschreibung, die wir in uns tragen? Wo kommt die her und wo geht die hin? Bleibt also was von uns, wenn wir sterben? Das könnte ja auch ein sehr, sehr tröstendes Konzept sein, dass mindestens für die, die zurückbleiben, und davon handelt der Film, dass sie noch irgendwas haben, woran sie sich klammern könnten. Also, in Wahrheit ist es Bambi. Es handelt von einem schweren Verlust, dieser Film, und von schweren Herausforderungen, die sich daraus ergaben. Aber darüber können wir ja nachher noch reden. Ich freue mich wahnsinnig, dass Marc Bauder, der mir und uns allen, glaube ich, echt auch ein riesiges Geschenk gemacht hat mit der Lichtgrenze, dass er nachher das Gespräch mit mir führt. Aber davor ist eben jetzt mein Film, 21 Gramm. Eieiei, Donnerstagabend. Hätte man auch so einen lustigeren Film. Ich war ja vorbereitet. Also ich habe mir den ja vorher nochmal angeguckt. Ich habe den vorher schon nochmal zweimal gesehen, aber ich bin selbst überrascht, dass der mich immer wieder an einer anderen Stelle kriegt, weil man immer glaubt, so die Emotionen ziehen einen dann doch irgendwie total rein. Und jedes Mal geht es mir so, dass ich mit einer anderen Figur, mit einer anderen Person mitfiebere, ohne jetzt die anderen zu vergessen. Also ich finde schon... Bei wem waren Sie diesmal? Beim letzten ich habe ein bisschen meine Stimme verloren. Beim letzten Mal war ich bei dem Jack. So, weil ich so diese totale Verzweiflung irgendwie zu glauben, man hat irgendwas gefunden, was einem Halt gibt und das in sich total zusammenbricht. Und diese Schuld, mit der er irgendwie versucht umzugehen und irgendwie Antworten zu finden und eine Lösung, die er einfach nicht kriegen kann, glaube ich. Und gleichzeitig irgendwie verliert und vergisst, dass da seine eigene Familie auch noch irgendwo ist. Ne? Also, und diesmal war es die Mutter. Christina. Frau. Ja, ja. Bei der bin ich immer. Also ich hab ihn jetzt am Donnerstag habe ich ihn mir auch nochmal zu Hause angeschaut. Übrigens natürlich immer ein ganz anderer Eindruck, wenn man ihn dann im Kino sieht. Ich habe ihn auch noch nie im englischen Original gesehen, also deshalb wirklich toll, dass das geklappt hat. Aber dann mit natürlich der großen Leinwand und dem satten Sound ist es ein anderer Eindruck. Aber ich bin immer bei ihr und bei ihrer Verzweiflung und... Ah ja, das sehr gut. Kann man das mit dem Wasser lassen? Das ist besser. Ich muss noch kurz lachen. Ja, nee, also ich bin immer bei ihr und finde... Das ist unwahrscheinlich schwer. Ich nehme ihm das auch übel, dass er ihr das so spät sagt. Absolut, ja. Das ist für mich die stärkste Szene des Films immer wieder, finde ich, wenn sie, sie hat ihn rausgeschmissen, sie schläft darüber und sie geht dann zum Auto, weckt ihn. Er, mir vollkommen unverständlich, zündet als erstes eine Zigarette an. Ich habe nie geraucht, deshalb verstehe ich sicher nicht, aber das gut. Das ist normal. Vielleicht auch Übersprungshandlung. Aber dann, ich finde, er erklärt es dann schon gut, offensichtlich für sie ja auch gut. Aber ich finde so enorm, wie sie sich dann ihm tatsächlich zuwendet und ja, wenn ich mir das nicht einbilde, ihren Kopf an sein Herz legt. Und da weiß man ja gar nicht genau, was wem sie jetzt näher ist. So. Genau, und wem nähert sie sich dann da? Ich habe mal so in der Vorbereitung ein Interview mit ihm gelesen, wo er irgendwie gesagt hat, dass die Art, wie er Filme macht und dieses puzzelhafte, Kaleidoskop-ähnliche ist so ein bisschen wie sein Vater ihm immer Geschichten erzählt hat. Weil in der Realität springt man ja auch eigentlich. Man fängt irgendwie an, was einem wichtig ist und geht ans Ende und wieder an den Anfang. Und habe dann auch gelesen, dass er eigentlich immer chronologisch des Drehbuchs nach
dreht zum Beispiel. Also dass diese Verschachtelung eigentlich von Anfang an ja schon ein Konzept war und ich finde, das ging grandios auf. Also ich kann da immer nur meinen Hut vorziehen. Achso, er dreht auch nicht chronologisch. Ja, ja. Doch, er dreht chronologisch. Aber ich meine, diese Geschichte ist ja achronologisch schon im Drehbuch gewesen. Aber wenn er arbeitet, so hat er es berichtet, bei all seinen Filmen ist er einer der wenigen, die entlang des Drehbuchs arbeiten. Also um sich mit den Figuren in die Phasen zu begeben. Und das finde ich schon beachtlich. Es ist ja jetzt eine Weile her, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wann das war. Rausgekommen ist er 2003, der Film. Und ich finde lustig, ich habe ihn, wie gesagt, am Donnerstag dann mal wieder gesehen. Ich habe oft gesprochen über den Film. Aber ich habe ihn mir ganz anders gemerkt. Das fand ich jetzt dann doch interessant. Ich hatte nämlich diese Szene mit dem Laub, wie heißt das Ding? Bläser? Laubding? Gibt es in Deutschland nicht. Doch, ist ganz laut, auch in Deutschland. Ich dachte, das gibt es immer nur in Amerika, die lauten Geräte. Gut, also dieses Laubding, das... Bläser. Na bitte, der Laubbläser. Das hatte ich, die hatte ich wirklich... so in Erinnerung, als käme die mindestens 10-mal in dem Film vor. Aber das stimmt natürlich gar nicht. Freilich hört man ein paar Mal ja, das Gespräch dann nochmal. Und insofern, ich habe mir viele Dinge doch anders abgespeichert. Und ich habe auch mehr reingeheimnist in ihren Konflikt, nicht zu wissen, wen sie vor sich hat jetzt. Ob das nun ihr Mann ist, weil er das Herz trägt, oder ob das der Unbekannte ist, den sie nun kennengelernt hat und in den sie sich verliebt hat, weil der, wie ich finde, irrsinnig charmant ist und so, das wäre ja auch denkbar gewesen. Und das habe ich mir alles anders aufgeladen, glaube ich, und war viel stärker bei dieser Transplantationsfrage, was ist das, was geheimnissen wir gerade ins Herz rein, macht uns ein Herz aus? Ist das so, dass wenn ein Organ transplantiert ist, der Mensch sich danach verändert? Die Frage stellt er sich ja. Er sagt, wer bin ich jetzt? Ich muss das rauskriegen. Sagt aber gleichzeitig auch im Streit mit seiner Freundin, siehst du, niemand von uns hat sich verändert. Das ist natürlich der totale Widerspruch. Er bleibt der Alte. Er hat nur jetzt übergangsweise ein Herz, das sein Körper dann bald abstößt. Es hat ihm also gar nicht so viel geholfen, außer Zeit gegeben. Und darum geht es natürlich dann auch zum Schluss wieder, als ihm der Arzt bedeutet, er muss wieder warten auf das nächste Herz. Und das will er nicht. Das ist eine super starke Szene, wie er ihn so fragt. Also ich würde gerne nochmal, auch wenn der Jack vielleicht am weitesten weg ist, ist vielleicht bei ihm das Offensichtlichste, wie er eben mit seiner Schuld versucht, irgendwie umzugehen und wie er sein Heil in einem fundamentalistischen Auslegung von Religion irgendwie findet. Also wie jeder irgendwie halt. Also für mich ist es halt so das Greifbarste, wo er sich dran hält. Wie geht es da Ihnen, wenn Sie so eine Figur sehen, die eigentlich ja, wenn sie versucht, nur gut zu sein, ne, wenn man die Vorgeschichte irgendwie hört und jetzt hat er irgendwie Halt und versucht es, und sieht, wie er eigentlich komplett in sich zusammenbricht, in der Art. Also er tut mir auch leid, das ist so, aber es stößt mich auch auf eine Art ab, dieses übersteigerte, sich in den Glauben flüchten, verrennen, begeben, das ist mir nichts. Also da komme ich auch nicht ganz mit, muss ich sagen. Und natürlich ist es ja auch gewollt überzeichnet. Glaube ich mal, wenn dann dieser Wagen Faith beschrieben ist und yay, und Jesus hat ihm den Wagen geschenkt, er hat den nicht etwa in der Tombola gewonnen. Ich weiß, aber das finde ich auch nicht, also das gefällt mir auch nicht. Und trotzdem ist es natürlich stark erzählt, dass jemand nach dem, was ihm, er saß ja vorher schon offensichtlich, seit er 16 war im Gefängnis, er versucht, ein besserer Mensch zu werden und kriegt es halt nicht hin. Schlimme Szene doch auch mit dem süßen kleinen Jungen, den er schlägt und sagt, in diesem Haus wird nicht geschlagen. Und denkt, ja, das machst du aber gerade. Und so, das stößt mich ab. Andererseits ist es eben mal eine riesige Verzweiflung, die mich dann für ihn einnimmt. Auch die Szene in der Kirche, wo er nicht mehr mitsingen kann, da ist er ja raus. Da ist er dann plötzlich so wie seine Frau, die sich da auch, der das too much war.
Und dann der Umschnitt auf den jungen Mann, den er zum Glauben führen wollte und missionieren wollte. Und der dreht sich kurz nach ihm um. Ja, siehst du, Herr Welbe, das bringt es offenbar auch nicht. Das ist schon stark erzählt, aber also für mir so fern, dass ich da keine Identifikation mitgefunden habe, glaube ich. Ja. Einen anderen Aspekt, Iranito und Naritu häufig bringt, ist die Frage nach Kommunikation, also wie spricht man miteinander? Ist das was Sie in diesem Film auch für sich entdeckt haben? Also die Schwierigkeit, über die wunden Punkte zu sprechen oder den richtigen Punkt zu finden, wann man etwas auch erzählt? Also nee, habe ich vielleicht auch nicht so drauf geachtet. Ich finde eigentlich sogar ganz besonders gute Dialoge, also wo Kommunikation echt gelingt. Etwa die Szene, die Trauerfeier für ihren Mann und die beiden Töchter. Und der Vater sagt ihr, das Leben wird weitergehen. Und sie sagt, nein, den Satz kann ich überhaupt gar nicht ertragen. Den hast du auch nach Mutters Tod gesagt. Das ist ja schon eine besonders zupackende Form von Kommunikation, finde ich, dass man Stanzen aufbricht und sie einfach nicht mehr hören will. Kommt übrigens, glaube ich, 3 oder 4 Mal vor, der Satz. Und zwar bei allen Konstellationen kommt er vor, dass zum Beispiel Pauls Lebensgefährtin, Frau, sagt ihm auch, naja, irgendwie wird es weitergehen. Jacks Frau sagt ihm, es wird weitergehen. Christinas Vater sagt ihr das und sie weist es zurück. Und das fand ich zum Beispiel eine extrem gelungene Kommunikation. Toll auch. Ja, geht's weiter? Also ist ja so ein, also steh auf. Ne? Also naja, der Film sagt so, einem, es geht weiter. Sie ist schwanger. Es gibt ein Leben, das entstanden ist. Also, aber es geht auch auf der anderen Seite nicht weiter, weil alle anderen Leben sind ja so kaputt, dass da also eher wenig Hoffnung erzählt wird. Ich habe gelesen, oder das stand gar nicht in der Pressemitteilung, sondern ich hatte in einem Interview von Naomi Watts gehört, dass der Regisseur ein Kind verloren hat, was glaube ich, also ich weiß nicht, ob das in so einer Form stimmt, also sie hat zumindest gesagt und habe in einem anderen Zusammenhang auch von ihm gelesen, dass er, auch wenn das ein zutiefst tragisch, trauriger Film über den Tod ist, es eigentlich für ihn ein Film über das Leben ist. Also dass man, weil man eben in diese tiefen Abgründe schaut, eigentlich eher wieder merkt, was man am Leben hat, trotz aller Tragik. Also ich hatte jetzt das Bedürfnis, bei meiner Frau ein Kind anzurufen nach dem Film, also dass man einfach merkt, was ist das eigentlich, das Leben? Also wo, und mit was fülle ich das und woran halte ich mich eigentlich fest? Ja, klar, das glaube ich auch. Das ist das, was mich auch an dem Film immer interessiert hat und worüber ich auch dann, habe ich am Anfang schon mal gesagt, verschiedentlich gesprochen habe. So, was bleibt eigentlich von einem selbst? Und ich bin null esoterisch, auch zurückhaltend, was sich Verrennen in einem Glauben angeht. So. Natürlich ich bin katholisch und auch der christliche Glaube kennt natürlich sowas wie ein Konzept einer ewig lebenden Seele. Das ist ja hier gezielt angespielt, allein mit 21 Gramm. Und ich habe mich schon bezogen auf heute Abend gefragt, glaube ich daran eigentlich? Und dann wäre das ja ein Film, der von einer Hoffnung erzählt, wenn man daran glaubte. Und ich bin nicht so sicher, ob ich es glaube. Ich glaube es aber so weit, dass ich mich, indem ich sage, ich bin nicht sicher, gleich ertappt fühle von irgendeiner fremden Macht. Und zum anderen wünsche ich mir, dass es so ist. Ich möchte, dass es sowas gibt wie eine Seele, weil ich mir vorstellte, wenn mir etwas geschehen würde, wie es ihr geschieht, dass man einen schweren Verlust zu verkraften hat, wünscht man sich doch wahrscheinlich, man könne irgendwie in Beziehung bleiben mit demjenigen, den man verloren hat. Und das ginge ja vielleicht über etwas wie eine Seele.
Da wäre aber jetzt die Frage, wo ist die? Sitzt die in uns? Das spielt der Film ja auch an. Ist sie möglicherweise im Herzen? Die Hirnforscher, die Ethiker, der Ethikrat hat vergangene Woche sich ja gerade zum Hirntod nochmal eingelassen, vermuten natürlich alles Steuernde, das eigentliche Steuerungsorgan im Hirn und nicht im Herzen. Andere Länder sehen das anders und erkennen zum Beispiel auch den Herztod an als ein Kriterium, als das Kriterium oder eines, ab dem man eine Transplantation vornehmen kann und Organe entnehmen kann. Das erkennt Deutschland so nicht an. Wir sagen, es ist das Hirn. Irgendjemand hat mir mal erzählt, fand ich hochspannend, vielleicht ist die Seele gar nicht in uns, sondern wir sind in der Seele und haben darüber eine Verbindung mit uns. Vielleicht gelingt darüber sowas wie, muss man auch nicht dran glauben, aber kann man manchmal wie Telepathie, Ahnungen, kleine Begebenheiten, wo man sagt, das gibt's doch gar nicht, dass du mich jetzt anrufst, ich habe eben an dich gedacht. Muss man alles überhaupt immer nie ernst nehmen, aber es interessiert mich. Und ich glaube, bei aller Rationalität wünsche ich mir auch, dass es Dinge gibt, die doch größer sind als wir. Und in die Richtung, finde ich, tippt der Film mit unheimlich vielen coolen Metaphern. Auch diese Zeitsprünge, habe ich eben zu Miriam gesagt, so oberschlau, dachte ich, yay, ich habe es raus, ich habe was verstanden. Das ist eigentlich die perfekte Metapher für, es gibt immer ein Davor und ein Nach und es bleibt immer irgendwas. Und womöglich, Sie sind Regisseur, hat er sich genau das dabei gedacht. Und das finde ich, das ist dann vielleicht doch der tröstliche Aspekt des düsternden, nach einer Flasche Bier verlangenden Films.